Herzlich willkommen zur Präsentation vom MBS-Plugin. Ich freue mich, dass sich einige hierhin verlaufen haben, auch wenn wir da andere Sessions haben, die sehr beliebt sind anscheinend. So, das MBS FileMaker-Plugin hat aktuell 5900 und noch ein paar Funktionen. 6000 gibt es dann vielleicht zu Weihnachten, mal sehen. Und es kommt mit 500 Beispieldateien, also wer mal eine Woche Zeit hat, der kann sich das gerne mal anschauen, so 70 am Tag, dann kriegt man das schon durch. Und wir haben schon dieses Jahr über 400 neue Funktionen, also es wird ständig angebaut, weil es dauernd Ideen gibt, was Neues kommt, sogar auf der Konferenz hier. Das MBS-Plugin ist eine Plugin-Datei, das macht es einfach zum Installieren, zum Verteilen für uns. Eine ist einfacher als 20 verschiedene und es wird natürlich nur das geladen, was Sie gerade brauchen. Also viele Funktionen bleiben inaktiv, solange Sie die nicht aktivieren, brauchen die keinen Arbeitsspeicher und machen nichts. Das Plugin kann manuell installiert werden oder über diesen Install Plugin File Script Step. Da gibt es auch ein schönes Beispiel, das dann schaut, ob das Plugin installiert ist oder zu alt und dann gegebenenfalls ein Update installiert. Und wir haben da in mehreren Containern die verschiedenen Versionen liegen, also Mac, Windows, Linux, 32 und 64-Bit jeweils. Und das MBS-Plugin unterstützt sämtliche FileMaker-Versionen seit 8.5 unter Mac, beziehungsweise sogar 7 bei Windows. Und wir sind natürlich auch immer fleißig dran, die nächste FileMaker-Version zu unterstützen. Das MBS-Plugin läuft eigentlich fast überall. Auf dem Desktop mit FileMaker Pro, in der Runtime natürlich auch, dann auf dem Server mit Web direkt mit Server Scripting, dann läuft es unter iOS mit dem FileMaker iOS SDK, wo man dann eine eigene iOS App bauen kann und das Plugin einbinden kann. Bei FileMaker Go müssten Sie allerdings Perform Script on Server nehmen, bei FileMaker Go erlaubt ihr nicht das Laden eines Plugins. Und bei der Cloud funktioniert das Plugin auf der 1er Cloud, aber nicht auf der neuen 2er Cloud. Bei der Entwicklung des Plugins haben wir uns überlegt, naja, wenn wir hier hunderte Funktionen anmelden bei FileMaker, dann wird dieser Dialog sehr voll. Deswegen haben wir uns ziemlich früh entschieden, eine Funktion zu machen und dann den Funktionsnamen aus dem ersten Parameter zu nehmen und dann die einzelnen Funktionen aufzurufen. Das macht es dann doch besser zu handhaben, weil wir müssen ja in FileMaker nur einen Script-Step und eine Funktion registrieren und Sie können den Funktionsnamen, den Sie aufrufen, auch durchaus aus einer Formel nehmen oder aus einer Berechnung, aus einem Feld. Alle Funktionen können natürlich einen Fehler melden und sei es nur, dass der Arbeitsspeicher mal irgendwann voll ist. Deswegen gibt es diese IsError-Funktion, wo Sie dann immer schauen können, ob die letzte Funktion einen Fehler geliefert hat. Viele Funktionen arbeiten mit Referenznummern, das heißt, sie erzeugen zum Beispiel ein JSON-Objekt im Arbeitsspeicher, indem sie einen JSON-Text einmal parsen, sie bekommen eine Nummer zurück, dann rufen sie die nächste Funktion auf, um zum Beispiel an dem JSON was zu machen, zum Beispiel hier formatieren, dann übergeben sie wieder die Nummer, verweisen auf das Objekt im Arbeitsspeicher und am Ende sollten sie es natürlich immer freigeben, dafür gibt es viele Release-Funktionen. Ich kann Ihnen nicht alles vorbeten, was im Plugin ist. Das würde etwas dauern. Allein schon die Funktionsnamen vorzulesen, würde Stunden dauern. Deswegen einfach mal ein kleiner Überblick, was ist beliebt und was ist neu. Wir haben jede Menge Curl-Funktionen. Das ist zwar in FileMaker inzwischen ja auch eingebaut, aber es gibt immer noch ein paar kleine Raffinessen, die das Plugin macht, die FileMaker nicht eingebaut hat. Also ganz normal HTTP, FTP, SFTP, Upload, Download können wir natürlich machen. Dazu haben wir jede Menge SSL-Optionen, vor allem auch einen clientseitigen SSL-Key, den man für manche Web-Services braucht. Wir haben jede Menge Proxy-Optionen und Authentifizierung auf diversen Wegen. Sie können einen Transfer synchron laufen lassen, wie in FileMaker, oder Sie lassen ihn asynchron laufen, das heißt, er läuft, ja, also Sie starten ihn und Sie bekommen dann irgendwann einen Script-Trigger, wenn er fertig ist. Oder Sie können ihn auch komplett im Hintergrund laufen lassen. Das heißt,
Da kann FileMaker jeden Dialog anzeigen, da kann auch mal der Beach Ball kommen, da passiert nichts, der Transfer geht weiter im Hintergrund. Das hat dann den Vorteil, dass Sie viele Anfragen an verschiedene Server im Hintergrund starten können und das Benutzerinterface wird nicht gestört. Wenn wir FTP-Operationen machen, beziehungsweise wir können beliebige Custom Requests senden, das heißt, Sie können Objekte natürlich löschen per FTP oder Dateien umbenennen, Ordner erzeugen, Ordner löschen. Sie können Web Services verwenden. Da haben wir Beispiele für SOAP und für REST und auch für diverse andere, weil bevor es SOAP und REST gab, gab es ja noch andere Ideen, wie zum Beispiel auch Formulare abschicken. Und wir können Formulare zum Beispiel ohne Webviewer abschicken und das kann man dann zum Beispiel nehmen, um mehrere Werte an PHP Skripte zu übergeben. Dann haben wir ja recht viele Funktionen rund um E-Mail-Versand. Wir können also ganz normal eine E-Mail verschicken mit Anhängen, mit HTML, mit Bilder im HTML. Wir haben auch ein Beispiel für den Massenversand, wo wir dann mehrere Verbindungen parallel verwenden und auch mehrere E-Mails pro Verbindung schicken, damit das einfach etwas schneller geht. Und in unseren Tests war das dann etwa fünfmal schneller, wenn man das parallel verschickt, als wenn man eine E-Mail nach der anderen verschickt und immer darauf wartet, dass der Server das bestätigt hat. Wir haben auch Beispiele für E-Mails zu empfangen. Zum Beispiel mit dem IMAP-Protokoll gab es kürzlich ein neues Beispiel, das schön die E-Mails runterlädt und dann eben als Liste anzeigt. Und wenn man auf die E-Mail klickt, dann lädt es die ganze E-Mail und zeigt die dann auch in einem Webviewer an mit den Bildern. Dann haben wir jede Menge PDF-Funktionen. Einerseits auf Mac und iOS PDF-Kit, die Library von Apple, die beim Betriebssystem dabei liegt. Und für Cross-Plattform-Projekte, auch mit Windows und Linux, die DynaPDF-Bibliothek, die man dann separat lizenzieren kann. Beide Bibliotheken können die einfachen Sachen, also naja, die Standardaufgaben, wie zum Beispiel PDFs zusammenführen. Also sie machen Datensätze speichern in FileMaker. Und dann nehmen Sie das PDF und dann hängen Sie zum Beispiel hinten noch die AGBs dran oder ein Begrüßungsschreiben vorne dran. Dann können Sie natürlich PDFs aufteilen, das heißt, Sie haben Ihre Dokumentendatenbank, Sie teilen die PDF-Seiten auf, machen einen Datensatz pro Seite, holen sich mit dem Plugin den Text von der PDF-Seite, setzen das in ein Feld, dann kann Ihr Benutzer auf einmal eine Volltextsuche machen und kriegt genau die Seiten gefunden, wo der Text drin steht. Dann können wir PDFs rendern als Bild, ist manchmal ganz nett, so ein Vorschau-Icon zu erzeugen. Oder wenn man das PDF im Web direkt zeigen möchte, aber ohne dass das PDF direkt zum Benutzer geschickt wird, sondern er kriegt nur ein Bild zu sehen. Dann haben Sie auch kein Problem mit irgendwelchen Toolbars oder PDF-Werkzeugen, die da angezeigt werden, um das zu bearbeiten. Dann können wir PDFs drucken. Vom Mac aus mit PDF-Kit, bei Windows mit DynaPDF, auch immer wieder schön. Der Mitarbeiter hat ein iPad, tippt eine Bestellung ein, drückt einen Knopf, PerformScript on Server. Von dieser Bestellung wird ein PDF erzeugt, das wird zum Drucker geschickt und dann kommt es neben dem Mitarbeiter aus dem Drucker und der ist glücklich. Und Sie brauchen natürlich den Drucker nicht extra auf dem iPad zu installieren. Dann könnt ihr auch direkt drucken. Dann Text extrahieren kann man für das ganze Dokument machen, für einzelne Seiten. Und Sie können auch natürlich immer leere Seiten hinzufügen, wenn Sie mehrere PDFs zusammenbauen oder auch eine Seite aus einem Bild zusammenfügen. Dann haben wir mit DynaPDF noch einiges mehr an Befehlen. Sie können zum Beispiel ein PDF ohne FileMaker erzeugen. Also per Skript einfach sagen, ich mache eine neue Seite, ich male da ein bisschen Text rein, ich platziere ein Bild, ich mache vielleicht eine Tabelle für ein Layout. Und dann speichern Sie das PDF. Dafür brauchen Sie dann keine FileMaker-Funktion, aber Sie können natürlich auch einfach die Layouts vom FileMaker nachbearbeiten, zum Beispiel auf jeder Seite eine Seitennummer nochmal nachträglich draufschreiben. Wir können PDFs konvertieren in diverse Varianten von PDF, zum Beispiel PDF-A zum Archivieren. Und es gibt bestimmt schon den einen oder anderen Kunden, der hätte gern alle Rechnungen zum Beispiel als PDF-A-Format. Wir können auch, wenn wir Rechnungen schon haben, ein XML erzeugen von der Rechnung und das mit in das PDF integrieren. Das ist der sogenannte Zugpferdstandard, wo digitale Rechnungen halt mit eingebettetem XML verschickt werden, sodass dann der Empfänger dieses XML direkt importieren kann in seine Datenbank,
Man braucht eben nicht das PDF wirklich zu lesen. Das PDF ist nur noch für den Menschen, dass der Menschen sieht, was drin steht, aber der Computer kann dann automatisch aus dem XML alle Informationen auslesen. Wir können Formularfelder erzeugen, ausfüllen und natürlich auslesen. Auch ganz praktisch, wenn Sie zum Beispiel ein Formular haben, können Sie es automatisch ausfüllen und bei der Behörde abliefern. Oder Sie können auch Ihren Kunden ein ausgefülltes PDF erzeugen, das verschicken. Der Kunde kann seine Angaben ändern, kann es zurückschicken, Sie können es direkt wieder importieren. Und in einem unsichtbaren Feld haben Sie bestimmt dann die Datensatznummer von dem Kunden. Bilder extrahieren ist auch immer wieder schön. Da können Sie also die Bilder rausholen, wenn Sie eine Mediendatenbank haben möchten, die Bilder nochmal separat zum Suchen haben oder an die OCR-Engine übergeben für die Texterkennung. Sie können auch eine Vorlage nehmen und da das Logo dann jedes Mal austauschen. Oder ich hatte mal eine Immobilienfirma, da hatten wir einen Flyer, der jede Woche erstellt werden soll. Und da gab es halt auf dem Flyer so Platzhalterbilder und die wurden dann durch die Bilder für die aktuellen Häuser ausgetauscht. Und darunter war noch ein Platzhalter für Text, der wurde dann auch immer durch den aktuellen Text ausgetauscht. Wir können PDFs natürlich auch verschlüsseln. Das heißt, man kann zum Beispiel ein PDF mit einem Passwort belegen, sodass man es nicht drucken kann, ohne das Passwort zu wissen. Text suchen und ersetzen, auch immer wieder schön, wenn man irgendwelche Vorlagen importieren muss und da Text ändern soll. Wir können aber auch Text suchen und farbig hinterlegen. Das ist zum Beispiel für die vorhin erwähnte Dokumentenverwaltung. Sie suchen, Sie finden die Seite oder Sie können mit dem Plugin auf der PDF-Seite die Wörter hervorheben, sodass man direkt sieht, wo das gefunden wurde. Wir haben Tabellenfunktionen, da können Sie Layouts machen. Das heißt, Sie können mit dem Plugin eine Tabelle im Arbeitsspeicher erstmal zusammenbauen und dann über mehrere PDF-Seiten ausgeben lassen. Wir können Anmerkungen erstellen, ändern, löschen. Das heißt, Sie können zum Beispiel dem Benutzer sagen, mal nimm deine Vorlage, mal da eine Anmerkung rein, so ein Rechteck, irgendwie in Rot. Wir suchen das Rechteck, wir löschen das Rechteck und dann können wir an diese Position etwas platzieren, ein Bild oder eine Tabelle. Wir können aber natürlich auch automatische Anmerkungen bauen, und zwar Links zum Beispiel. Das heißt, Sie können das PDF in FileMaker erzeugen und zum Beispiel zu jedem Datensatz nachträglich mit DynaPDF noch einen Link eintragen, sodass man dann, wenn man auf das klickt, zu einer anderen Seite oder zu einer Webseite springt, sodass man in dem PDF navigieren kann. Seitennummern hinzufügen ist ein beliebtes Beispiel, wenn Sie mehrere PDFs zusammenfügen, vielleicht am Ende nochmal einheitliche Seitennummer oder vielleicht unten drunter auch noch schreiben, für welche Kunden das gebaut wurde, damit Sie dann wissen, wer das PDF vielleicht weitergegeben hat. Und wenn Sie möchten, können Sie auch noch ein PDF digital signieren, also sozusagen signieren, dass dann später kontrolliert werden kann, dass dieses PDF nicht verändert wurde, und einige Leute hätten gern alle Rechnungen zum Beispiel signiert, damit man beweisen kann nach 10 Jahren, dass das nicht verändert wurde. Dann können wir PDFs optimieren, das heißt, wir lesen das PDF ein, wir nehmen es komplett auseinander, bauen es wieder neu zusammen, dabei gehen einige Fehler automatisch weg. Wir können die Bilder runterskalieren, dass die PDF-Dateien kleiner werden, die privaten Daten, zum Beispiel das, was InDesign zum Bearbeiten von dem Dokument braucht, können wir wegschmeißen. Wir können doppelte Schriften und Bilder erkennen und durch Verweise ersetzen, sodass das PDF auch kleiner wird. Und wenn Sie möchten, auch Bilder in andere Farbräume konvertieren. Zum Beispiel eben aus einem RGB-Bild ein Graustufen- und ein CMYK-Bild machen. Dann haben wir einige Funktionen rund um Verschlüsselung. Und das Besondere an der Verschlüsselung im MBS-Plugin ist, dass das nach diversen Standards geht, die Sie dann auch zum Beispiel per Kommandozeilentool, zum Beispiel das OpenSSL-Befehl, wieder entschlüsseln können. Beziehungsweise Sie können etwas im MBS-Plugin verschlüsseln, an Ihre Webseite übertragen, in PHP wieder auspacken, entschlüsseln. Wir haben da AES, Blowfish, wir haben diverse Hash-Funktionen und RSA-Schlüssel, und elliptische Kurven sind auch immer wieder schön für Signieren oder für die Registrierkasse in der Schweiz, da brauchen Sie auch elliptische Kurven. Dann haben wir einiges an Datenstrukturen. Also wenn Sie richtige globale Variablen brauchen, die Sie überall einsetzen können, dann können Sie das mit Plugin machen. Die Variablen behalten den Datentyp, das heißt, Sie fügen einen Container ein, Sie kriegen später einen Container raus, es wird nicht nach Text konvertiert. Das ist auch wichtig für Datum oder für eine Zahl, dass da nicht irgendwas mit Komma, Punkt durcheinander kommt.
Sie können auch die globalen Variablen beim Server verwenden, PerformScript und Server auf einem Client, setzen eine Variable, PerformScript und Server auf einem anderen Rechner, liest die Variable. Und wir haben da auch eine also diese Variablen setzen, das ist synchronisierte Funktion. Das heißt, da können nicht zwei gleichzeitig auf eine Variable zugreifen, sondern die wird dann kurz gesperrt. Und deswegen können Sie zum Beispiel mit unserer Add-Funktion auch mal eine Variable einfach hochsetzen, ohne dass ein anderer dazwischen schreibt. Weil wenn Sie einfach die Variable auslesen und dann eine Millisekunde später schreiben, hat vielleicht ein anderer schon wieder was geschrieben. Das kann manchmal etwas schwierig sein, aber normalerweise haben Sie das im FileMaker Pro ja nicht. Das kann ja nur beim Server passieren. So, dann haben wir mit dem Dictionary assoziative Felder. Da können Sie unter einem Schlüssel, den Sie selbst vergeben, beliebige Werte ablegen. Auch wieder verschiedene Datentypen. Und die Abfrage von so einem assoziativen Feld im Arbeitsspeicher ist schneller als jede Datenbankabfrage. Die Quicklist erlaubt Ihnen, Listen von Werten einfach zu verwenden. Und ist wesentlich schneller, weil sie die Werte halt indiziert im Arbeitsspeicher ablegt. Und wenn Sie eine Schleife haben, die sehr oft hohle Wert aufruft, dann sollten Sie das vielleicht mal auf die Quicklist umbauen. Dann werden Sie vielleicht merken, dass das etwas schneller geht. Und mit der Matrix haben wir kürzlich noch ein zweidimensionales Array bekommen. Da können Sie auch Werte ablegen und abfragen. Auch gerne mit SQL befüllen. Und haben halt X- und Y-Koordinate, um halt Werte, so wie auf dem Schachbrett zum Beispiel, anzusprechen. Dann haben wir mit Continuity Camera die Möglichkeit, auf Mac die Kamera von einem iOS-Gerät zu verwenden, um ein Foto aufzunehmen. Das geht ab macOS 10.14 und iOS 12. Sie können Fotos aufnehmen und Dokumenten scannen. Der Dokumentenscan sieht zum Beispiel so aus: Sie haben Ihr wichtiges Dokument am Schreibtisch liegen. Dann drücken Sie auf dem Mac den Knopf, dann geht dieses kleine Dialogfensterchen auf und sagt: Bitte jetzt scannen. Dann startet auf Ihrem iOS-Gerät so eine Kamera. App automatisch vom System. Sie machen ein Foto von dem Bereich, den Sie einscannen wollen. Das Bild wird noch gerade gezogen und wenn Sie dann die letzte Seite fertig haben, können Sie auf Sichern drücken und dann bekommen Sie ein PDF-Dokument direkt in einen Container in FileMaker. Oder wenn Sie halt ein Bild machen, dann kriegen Sie halt ein JPEG. Kurze Frage dazu. Ja. Muss man dafür das iPhone dann irgendwie FileMaker-mäßig einrichten oder braucht das? Nein, das iPhone muss halt das richtige Betriebssystem haben, muss im lokal im selben WLAN sein, beziehungsweise Bluetooth-Reichweite und derselbe iCloud-Account und dann funktioniert das einfach. Das geht aber auch in anderen Programmen, also in Pages oder TextEdit, können Sie dasselbe Feature verwenden. Ich habe das halt nur für FileMaker adaptiert, dass das auch in FileMaker funktioniert. Dann haben wir jede Menge Funktionen, um mit Excel-Dateien zu arbeiten und Besonderheit, Sie müssen kein Excel installiert haben. Wir verwenden dafür eine sogenannte Library, und zwar die libxl. Die muss auch separat lizenziert werden, aber wenn Sie das mal lizenziert haben, initialisiert haben, können Sie halt Excel-Dateien lesen und schreiben. Das heißt zum Beispiel können Sie eine Datei aufmachen, können bestimmte Werte auslesen oder Sie können eine Vorlage laden, Schriften definieren, Formate definieren, neue Seiten hinzufügen, Zellen füllen, Bilder platzieren, Formeln definieren und dann das Ganze wieder als Excel-Dokument speichern. Viele Leute nehmen es, um die Importe in FileMaker vorzubereiten. Sie nehmen das Dokument, schmeißen vielleicht die Sachen raus, die sie nicht importieren wollen, lassen den Rest nach FileMaker importieren. Oder wenn FileMaker was exportiert hat, dann öffnen sie vielleicht das Excel-Dokument nochmal und ändern zum Beispiel die Spaltennamen. Oder formatieren noch etwas. Wir haben auch Funktionen, um mit Word-Dateien zu arbeiten. Sie können eine Word-Datei als Vorlage laden, ein paar Platzhalter durch Werte ersetzen und das Ganze wieder rausschreiben. Und wenn Sie eine Tabelle haben, können Sie auch durchaus Tabellenzeilen duplizieren, sodass Sie halt eine Tabelle ausfüllen können mit so vielen Einträgen, wie Sie brauchen. Benutzen manche Leute halt gern für ihre Rechnungen oder Rundbriefe. Dann haben wir Funktionen rund um Machine Learning. Mit dem QML-Framework von Apple können wir unter Mac und iOS ein Modell laden, können da die Eingabeparameter und Ausgabeparameter auslesen. Dann können Sie die aus dem Skript befüllen
können das Modell durchlaufen lassen und bekommen dann das Ergebnis. Zum Beispiel haben wir hier ein kleines Bild, schicken das in ein Modell rein für die Erkennung von Bildinhalten und der sagt mir dann jetzt, dass das sehr wahrscheinlich ein Zebra oder irgendwas mit Zebra sein soll, weil er halt diese, naja, Streifen erkannt hat. Es gibt verschiedene Modelle, also es gibt nicht nur Bilderkennung, es gibt auch sowas wie Spracherkennung, also welche Sprache ist es, die der Text enthält, damit man dann die richtige Übersetzung zum Beispiel nehmen kann. Oder auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt hier einen Text und sag mir mal, ob der Mann, der den geschrieben hat, sich gut fühlt oder ob der aufgeregt oder verärgert ist. Oder ich habe auch eine Seite mal gefunden, da waren so extra Sachen, um zu erkennen, welche Automarke hat ein Auto. Ja, wenn man da Bilder von hat. Was auch schön ist, man kann mit CreateML-Tools von Apple auch neue Modelle erzeugen. Das heißt, man könnte zum Beispiel eine Datenbank haben, die jedes Wochenende alle Bilder mit den richtigen Tags, also den Positiv-Tags und den Negativ-Sachen, also das, was vielleicht mal erkannt wurde, das Tag stimmt nicht, dann kann man das zum Training nehmen und kann sich dann zum Beispiel automatisch jedes Wochenende ein neues Modell machen lassen, damit das Programm in der nächsten Woche dann noch besser erkennt. Dann haben wir Funktionen, um ans Adressbuch, Kalender und Erinnerungen bei Mac anzuknüpfen. Das heißt, bei Mac gibt es da eine Standarddatenbank vom System. Die können wir mit dem MES-Plugin füllen und zugreifen, dass wir da was auslesen. Das ist ganz praktisch, wenn Sie zum Beispiel Ihre Kalendereinträge in FileMaker verwalten, können Sie die dann spiegeln in einen Kalender, den Sie auf Ihr iPhone synchronisieren. Genauso mit den Kontakten, wo man alle seine Kunden zum Beispiel mit Namen und Telefonnummer in eine separate Gruppe schreiben kann. Und wenn dann ein Kunde anruft, dann hat man den Namen auf dem iPhone. Das kann natürlich auch über die Wolke überall hin synchronisieren. Dann haben wir SQL-Befehle innerhalb von FileMaker. Das heißt, Sie können zum Beispiel Datensätze einfügen, ohne ein Layout zu wechseln. Oder Datensätze aktualisieren, ohne ein Layout zu wechseln. Ohne Sätze Field einfach in einer Berechnung einen Befehl ans Plugin sagen, diese Datei, diese Tabelle, dieses Feld bekommt jetzt diesen Wert. Dann können wir per Abfrage was einfügen. Das heißt, wir machen eine SQL-Abfrage in einer Tabelle und geben den Inhalt in eine andere Tabelle aus. Das können verschiedene Dateien sein. Die müssen auch nicht dieselben Feldnamen haben. Man kann sogar die Daten konvertieren per Befehl im SQL. Und damit kann man zum Beispiel sehr schnell Daten von einer Tabelle zur anderen kopieren. Wir können auch Sachen einfügen mit Tab und Return und CSV, wo Sie dann auch die Liste der Felder geben und wir bauen dann unter der Haube das SQL zusammen, fügen diese Daten ein. Was auch geschwindigkeitstechnischer Vorteil, wenn man das jetzt so macht, zum Beispiel viele Datensätze zu aktualisieren, oder ist man immer im Hintergrund auf die Geschwindigkeit der Tabelle selbst im Fall? Also die Geschwindigkeit, die Sie haben, wenn Sie immer ein Skript schreiben, was das Layout wechselt, einen neuen Datensatz macht, Felder setzt und dann am Ende Commit macht und wieder zurück wird, das ist schon langsamer, als wenn Sie einen SQL-Befehl ausführen. Aber wie immer, es kommt drauf an. Also wir haben zum Beispiel wir haben diese Import-Funktion teilweise, und beziehungsweise auf der nächsten Folie kommt es ja auch noch, wenn wir SQL zu einer anderen Datenbank haben und mal eben 1000 Datensätze in einer Zeile rüber kopieren, das ist schon schneller, als wenn man da ein Skript hat, was über 1000 Datensätze läuft. Aber ich sage es dann immer, Leute, probiert es aus, baut vielleicht beide Wege mal ein, weil wenn das Ganze mal irgendwo mit FileMaker Go auch laufen soll, da muss man sowieso eine Weiche bauen, dass man da sagt, hier mache ich es mit Plugin, da mache ich es ohne Plugin. Beziehungsweise man kann dann ja selber messen und mal sagen, wir nehmen jetzt den Weg, weil der ist vielleicht schneller. Dann haben wir SQL zu anderen Datenbanken, aktuell irgendwie 15 oder was Typen, wo wir mit den nativen Treibern verbinden. Also wir können auch ODBC, aber wir nehmen in der Regel eben den nativen Treiber, zum Beispiel direkt die MySQL-Library, verbinden uns in einem Skript zur Datenbank, komplett unabhängig von dem, was FileMaker kann, können da SQL-Befehle ausführen, können am Block Datensätze eben von der einen zur anderen Seite transferieren
Und ich habe einige Kunden, die haben zum Beispiel einen Webshop eben mit MySQL und die gehen dann irgendwie alle Stunde hin mit einem automatisierten Skript am Server, was sich dann zu dem MySQL verbindet und dann eine Abfrage macht, gib mir alle Datensätze von der Tabelle Bestellungen, wo die ID größer ist als die aktuell höchste ID, die ich habe. Dann bekommen sie halt alle neuen Datensätze, übertragen in ihre Tabelle und können dann auch gleichzeitig die Bestandssachen hochladen zum Webshop. Dazu, es gibt zu allen Sachen grundsätzlich Beispieldateien, aber diese Befehle, das ist halt, da gibt es in der Dokumentation halt so ein kleines Beispielsnippet, weil das ist wirklich sehr wieder abhängig von der Datenbank, die man da hat. Ja. Ich würde auch immer sagen, da musst du auch die Feldliste ja irgendwie angeben im FileMaker bzw. in der Datenbank und das kann ich als allgemeingültiges Beispiel, glaube ich, gar nicht rausgeben. Weil da brauchst du die passende Datenbank, den richtigen Schema. Dann haben wir Zeitpläne. Das Plugin kann ein Skript, ein SQL-Befehl oder eine Berechnung in einer Zeit, also in 5 Minuten, zu einer Zeit, jeden Nachmittag um 3, zu einem Zeitpunkt, Weihnachten, 16 Uhr, oder bei Inaktivität, das heißt der Benutzer bewegt zum Beispiel Maus und Tastatur nicht innerhalb von 2 Minuten, und dann können wir was ausführen. Das ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn Leute in einem Datensatz sitzen, haben ein Feld im Editieren-Modus, blockieren den Datensatz, gehen in die Mittagspause und keiner kann was arbeiten. Deswegen eben Skript bei Inaktivität, ich gehe auf den Datensatz und bei OnModify oder was, also beim entsprechenden Trigger, gehe ich hin, starte ein Skript mit OnIdle, dann gucke ich mal, ob das wenn das getriggert wird, kann ich den Benutzer zum Beispiel rausschmeißen, also entweder Rollback oder Commit. Oder wenn der Benutzer halt wirklich auf Speichern drückt oder auf Commit, also ein Commit macht, dann kann ich natürlich das Skript wieder anhalten, dass das dann nicht mehr kommt. Ich habe da ein schönes Beispiel irgendwo beiliegen. Das heißt, wenn man jetzt an einem Datensatz am Editieren ist, in dem Beispiel nach 10 Sekunden, kommt eine Dialogbox und fragt, speichern oder nicht speichern. Und diese Dialogbox hat auch wieder ein Timeout und nach 10 Sekunden speichert die automatisch. Weil nee, ich glaube, ein Beispiel schmeißt es weg, aber auch egal. Das muss man sich halt überlegen, das ist so eine philosophische Frage. Möchte ich per Default wegwerfen die Änderung oder immer speichern? Hat Vor- und Nachteile beides. Dann haben wir jede Menge Dateifunktionen, also Dateien und Ordner. Kopieren, anlegen, Ordner anlegen, Ordner löschen, Dateien in den Mülleimer werfen, Dateiinformationen abfragen, wie groß ist die Datei, was hat sie für ein Datum, was hat sie für Tags, was hat sie für ein Icon. Braucht man vielleicht mal. Netzwerklaufwerke machen, immer wieder toll am Server. Wir können ein Server-Side-Skript schreiben, was sich um Mitternacht ein Netzwerklaufwerk mountet, ein paar Sachen rüber kopiert und das Netzwerklaufwerk wieder anmountet. Wunderbar, kann man automatisieren. Sie können auch abfragen, wie es der Festplatte geht, also wie viel Platz ist da noch frei. Festplatten sind ja immer sehr überraschend voll. Können Sie sich eine E-Mail nach Hause schicken, wenn die Festplatte einen Füllgrad enthält. Sie können prüfen, ob eine Datei offen ist. Auch immer wieder gut. Zum Beispiel, wenn das Backup-Skript läuft, kann es gucken, ist eine FileMaker-Datenbank offen? Dann kopieren wir sie nicht, weil dann haben wir ja keinen konsistenten Status. Aber wenn eine Datenbank geschlossen ist, können wir zum Beispiel automatisch sagen, okay, die Datenbank ist zu. Wir können per Shell-Befehl fms-admin aufrufen und können zum Beispiel sagen, mach die Datenbank auf. Oder wir kopieren Datenbanken, die geschlossen sind. Wir können einen Ordner auf Änderungen überwachen, auch immer wieder ganz nett, wenn man so einen Hot-Folder hat. Leute ziehen da Dateien rein, man erkennt das automatisch. Ein Skript wird ausgeführt, importiert die Dateien. Dann haben wir Bildverarbeitung. Sie können Bilder in über 20 Formaten laden, alle nach PNG konvertieren zum Beispiel, in einen Container ablegen. Sie können die Bilder kleinskalieren, wenn Sie dafür eine Webseite, zum Beispiel Thumbnails brauchen für Ihren Webshop. Sie können die auch rotieren, spiegeln, kombinieren, also zum Beispiel ein Wasserzeichen drauflegen. Und Sie können natürlich auf ein Bild auch einfach einen Text draufschreiben oder etwas zeichnen, irgendwie so ein Pfeilchen drauf oder einen Kreis oder einen Rahmen drumherum. Sie können Positionen von Linien suchen, also wenn Sie jetzt zum Beispiel so eine gescannte Seite haben, können Sie gucken, wo fängt die Linien an, wo ist vielleicht der Barcode, den ich da ausschneiden möchte und erkennen möchte. Sie können Metadaten auslesen,
zum Beispiel die GPS-Koordinaten von Bildern und damit etwas anfangen. Und wir können Hotkeys definieren. Also Sie können definieren, dass beim Druck einer bestimmten Taste ein bestimmtes Skript laufen soll. Das kann nur sein, wenn FileMaker vorne ist oder auch global auf dem Rechner. Ich hatte da zum Beispiel mal einen Kunden, der kriegt E-Mails, drückt dann F5, die E-Mail wird ausgelesen per Apple-Skript, ne, aus dem E-Mail-Programm. Dann kommt FileMaker nach vorne und macht einen neuen Datensatz zu der E-Mail. Also je nachdem, was in der E-Mail steht, gibt es dann verschiedene Aktionen. Dann haben wir Notifications. Also wenn irgendwas im Hintergrund läuft, ist fertig, können wir eine Notification anzeigen. Beim iOS geht sogar mit dem iOS SDK, kann man sogar Push-Notifications empfangen. Das heißt, Sie können dann Ihren Kunden gezielt sagen, wenn was passiert. Also die neue Bestellung angekommen oder hier Server antwortet nicht. Guck mal nach. Über welchen Push-Server läuft das dann? Ja, bei iOS, der von Apple. Kann ich da einen eigenen verwenden, wenn ich einen... Nein, nein, bei Apple haben Sie immer den von Apple. Das heißt, Sie haben auf Ihrem Skript, Sie haben irgendwo ein Skript, was Sie bei Apple, also Sie holen sich bei Apple die entsprechenden Zugriffskeys, dann haben Sie zum Beispiel so ein PHP-Skript auf dem Server und der schickt dann den Push zum Apple und das Apple-Netzwerk verteilt das dann ans Gerät. Es gibt auch bei Amazon so einen Meta-Service, der kann das für iOS und Android, ne, zusammen. Dann haben wir WebViewer-Funktionen, das heißt, wir können JavaScript im WebViewer ausführen. Für Mac, Windows, iOS. Und Sie können dann zum Beispiel Sachen auf der Webseite ändern oder irgendwelche Informationen abfragen, die da angezeigt werden. Sie können den aktuellen Inhalt vom WebView abfragen, also live das HTML, was gerade angezeigt wird, oder der Text, der angezeigt wird. Wenn Sie in FileMaker ja Get Content oder was fragen, dann kriegen Sie ja den geladenen HTML-Inhalt. Dann können wir Formulare automatisch ausfüllen. Das heißt, wenn Sie jede Woche in denselben Webshop gehen, müssen jedes Mal Ihre Adresse manuell eintippen oder die vom Kunden, dann können Sie das per Skript automatisch machen. Sie können natürlich auch Texte auslesen oder Links auf der Webseite und wir können Webseiten drucken oder als PDF speichern. Wobei PDF nur am Mac. Dann haben wir Netzwerkverbindungen, TCP und UDP-Sockets im lokalen Netzwerk oder halt auch das Internet und serielle Schnittstellen, halt was lokal am Rechner hängt. Das kann auch ein USB-Adapter sein. Da gibt es viele Leute, die verbinden sich zum Beispiel zu einer Waage, wollen das Gewicht auslesen. Da haben wir verschiedene Kunden schon gehabt. Manche halt mit Sockets, manche mit Serialport, was auch immer da ist. Solange man da sich verbinden kann, kann man da Daten senden und empfangen. Und es gibt Script-Trigger, die feuern, wenn man halt neue Daten bekommt. Und bei UDP-Sockets gibt es noch die Besonderheit, dass wir da Broadcast-Messages schicken können. Das heißt, Sie können eine Nachricht an alle lokalen Computer schicken. Die können auf diese Nachricht horchen und dann eine Aktion ausführen. Können Sie zum Beispiel irgendwie so einen Gruppenchat in der Firma machen. Dann haben wir Druckenfunktionen. Sie können die Drucker auflisten. Sie können den Druckerdialog bei Mac und bei Windows übersteuern. Und dann zum Beispiel vorgeben, dass ein bestimmtes Papierformat verwendet werden soll oder dass ein bestimmtes Papierfach verwendet werden soll, sodass Sie zum Beispiel, wenn Sie eine Rechnung drucken, können Sie für die erste Seite ein schönes Papier nehmen, für die zweite Seite ein weniger schönes und für die dritte Seite vielleicht eins mit einem Überweisungsvordruck. Dann können wir scannen. Wir können also Scanner ansprechen unter Mac und Windows. Da haben wir drei Schnittstellen. Image Capture, auf Deutsch digitale Bilder. Wenn Ihr Scanner mit dem Programm digitale Bilder funktioniert, wird er auch mit dem Plugin funktionieren. Genauso unter Windows mit Windows Image Acquisition. Wenn es in Paint geht, wird es auch wahrscheinlich mit dem Plugin gehen. Wir unterstützen aber immer noch für manche Leute die alte Twain-Schnittstelle für Mac und Windows. Allerdings wird es da ja immer schwieriger, Treiber zu bekommen. Scannen können Sie mit und ohne Dialog, das heißt, Sie können das komplett automatisieren, dass Ihr Programm regelmäßig guckt, ob was im Dokumenteneinzug zum Beispiel liegt und dann die jeweiligen Seiten automatisch einscannt. Oder Sie können einen Knopf in der Oberfläche haben, wo dann der Dialog aufgeht und der Benutzer kann manuell sich entscheiden, was er gerade scannen will, ob das schwarz-weiß oder Farbe zum Beispiel sein soll. Ansonsten können Sie natürlich alles vorgeben, so ich hätte gern die Auflösung, das Format, aus dem Rechteck auf der Seite, was der kann. Und wenn Sie ein Bild dann haben, können Sie es am Ende auch noch durchs OCR schicken
und die Texterkennung drüber laufen lassen. Oder wir haben auch ein Beispiel, wie man ein PDF baut aus den gescannten Seiten. Dann haben wir einiges zu Menüfunktionen. Das heißt, Sie können auf der Oberfläche unter Mac und Windows Menüs anzeigen, zum Beispiel als Kontextmenü, da wo die Maus geklickt hat. Und Sie können sogar mit dem Plugin erkennen, ob der Klick ein Rechtsklick war oder ein Linksklick, sodass Sie dann beim Rechtsklick das Menü anzeigen. Das Menü kann formatiert werden, kann diverse Häkchen haben, diverse Farben, Icons und so weiter unter Menüs. Und Sie können dann zum Beispiel auf die entsprechenden Sachen reagieren oder direkt für jeden Menüeintrag ein Skript hinterlegen. Dann haben wir Funktionen rund um XML. Sie können ein XML-Dokument einmal laden, Sie können es parsen, Sie können dann einzelne Werte abfragen oder Werte setzen über einen Pfad. Sie können XML validieren, Text extrahieren, Attribute ändern. Ja. Alles rund um XML. Wir haben auch JSON-Funktionen und zusammen haben wir natürlich auch den JSON- und XML-Import. Immer wieder ein wunderbarer Zauber, dass Sie einfach einen Blocktext aus JSON- oder XML-Format nehmen, dem Plugin geben. Das Plugin erstellt automatisch Tabellen, Felder und importiert die Werte. Das ist immer wieder großartig, wenn man da jeden Monat zum Beispiel ein XML-Dokument bekommt mit Adressen, kann man das automatisch dann importieren in die Tabellen und nach dem ersten Import, wenn man die Tabellen ja bekommen hat, kann man dann die Layouts bauen, um das anzuzeigen. Dann haben wir die Shell-Funktion für Befehlszeilenanwendungen auszuführen und Sie können Parameter setzen, Umgebungsvariablen setzen, die vielleicht gebraucht werden. Dann können Sie vielleicht sogar, wenn das Programm interaktiv Daten entgegennimmt, können Sie das auch übergeben und die Ausgaben auslesen. Wir haben das zum Beispiel schon benutzt, um mit FFmpeg Videos zu konvertieren oder mit ZIP große Ordner im Hintergrund zu zippen, ohne dass FileMaker darauf warten muss. Wir haben natürlich auch eine ZIP-Funktion im Plugin, aber die wäre ja dann synchron. Ne? Und mit der Shell läuft es halt asynchron im Hintergrund und wir kriegen einen Skriptaufruf, wenn es fertig ist. Genauso hier so FMS-Admin, da kann man natürlich auf dem Server das Admin-Tool laufen lassen und dann irgendwelche Einstellungen ändern. Das war schon mal vor Jahren ganz nützlich, um einfach rauszukriegen, wer ist denn da gerade eingeloggt. Wenn Sie XML oder JSON irgendwo in der Oberfläche anzeigen, zum Debuggen, können Sie das wunderbar formatieren, einfärben und dann mit Zeilennummern versehen, dass Sie dann, wenn Sie Fehler suchen, das leichter sehen. Dann haben wir eine recht neue Funktion zum Vergleichen von zwei Tabellen. Wenn Sie also zum Beispiel die Datenbank von heute mit der von gestern vergleichen wollen, kann das Plugin dann durchgehen und sagt Ihnen dann ganz genau, detailliert, welche Felder sind neu oder verschwunden, welche Datensätze sind neu, welche sind weg und welche Datensätze haben sich geändert. Und dann immer detailliert, welches Feld hatte vorher den Wert und hat jetzt den Wert. Da kann man also wunderbar zwei Tabellen vergleichen. Dann haben wir mit dem FileMaker iOS SDK Plugin sehr viele Funktionen speziell für iOS. Wenn Sie also mal eine Lösung machen für iOS, können Sie zum Beispiel diesen Bildschirm anzeigen und Ihr Programm bewerten lassen. Oder auch ein Fenster zeigen, um eine SMS zu schreiben oder eine E-Mail oder die Kamera zu benutzen. Das Plugin hat über 2000 Befehle schon für iOS. Also kann man mal ausprobieren. Dann haben wir so ein Feature wie zum Beispiel Drag and Drop. Sie können ein Drop-Area hier auf Ihr Layout legen. Da kann der Benutzer Dateien draufziehen, eine oder mehrere. Und wir nehmen auch Dateien an, die on-demand erzeugt werden. Das heißt, wir können auch die Anhänge von Outlook annehmen. Genauso wie auf Mac Bilder von der Fotos-Anwendung. Sie bekommen einen Script-Trigger. Im Script-Trigger können Sie überlegen, was Sie machen. Sie kriegen die Liste der Dateien. Beziehungsweise die Dateien, die im Arbeitsspeicher angeliefert werden, kriegen Sie direkt als Containerwert. Und dann können Sie überlegen, welche Dateien Sie verarbeiten wollen, welche Sie ignorieren. Und dann unterstützen wir Barcodes. Das MBS-Plugin kann über 80 Typen von Barcodes erzeugen und kann auch ein Dutzend Barcode-Typen erkennen. Wenn Sie also mit den Scan-Funktionen von MBS-Plugin zum Beispiel Seiten einscannen und jede Seite bekommt einen Barcode, wenn sie reinkommt, dann können Sie das scannen, können dann diese Ecke ausschneiden jeweils auf den Seiten,
beziehungsweise alle vier Ecken von dem Dokument, können die Barcode-Erkennung drüber laufen lassen und mal sehen, ob Sie da einen Barcode finden. Dann können Sie nämlich den Scan dem Dokument zuordnen in der Datenbank. Wir haben da auch ein Beispiel für die Zahlungsscheine in der Schweiz. Das ist ja ein spezieller QR-Code mit einem Schweizer Kreuz da. Hier nochmal eine Übersicht über verschiedene Barcodes, die wir im MBS-Plugin unterstützen. Das sind jetzt mal so 30 eher die häufigsten, würde ich mal sagen. Aber es gibt an die 80 Typen, die wir da unterstützen. Wenn da also irgendwas gebraucht wird, sollte das schon im Plugin drin sein. Dann haben wir Karten im Plugin. Das heißt, wir können auf dem FileMaker-Layout eine Apple Maps-Karte einblenden. Sie können auf der Karte Orte zeigen. Sie können sich die Karte in normaler Ansicht oder in Satellitenansicht anzeigen lassen. Sie können Kartenausschnitte rendern und Pins platzieren, Routen planen. Und wenn Sie da mehr wissen wollen, dann gibt es heute Nachmittag noch einen Vortrag von der Stefanie, die Ihnen dann alles über die Karten in FileMaker erzählt. Dann gibt es von Apple das Vision Framework, wo wir einige Funktionen haben, unter anderem Audio nach Texterkennung, ne, also aus einer Aufnahme dann den Text rauszuziehen, oder hier zum Beispiel aus einem eingescannten Bild die Barcodes erkennen, beziehungsweise zu erkennen, wo Text ist und auch diesen Text zu erkennen. Und da gibt es einige interessante Funktionen, die Sie sich mal anschauen können. Und vorhin habe ich Ihnen die Machine Learning Funktionen erzählt. Es gibt von Apple auch bei macOS Catalina jetzt ein mitgeliefertes Modell, was Ihnen zum Beispiel erkennt, wo sind Menschen auf dem Bild, oder erkennt, was ist in dem Bild. Also auch wieder dieses Klassifizieren, dass Sie dann automatisch zum Beispiel erfahren, ob Ihr Bild einen Berg oder einen Baum oder ein Haus zeigt. Und wir haben im Plugin noch viel mehr, wo ich die Folien schon wieder rausgelassen habe aus dem Vortrag. Zum Beispiel reguläre Ausdrücke ist immer wieder interessant. Wenn Sie halt zum Beispiel den Text aus einer Rechnung geladen haben, können Sie da vielleicht nach irgendwie so einem Text Rechnungsnummer suchen und dahinter die Ziffern auslesen. Wir können Audio-Tags ein- und lesen oder schreiben, zum Beispiel für MP3-Dateien. Und dann können wir mit dem Core Graphics Image Source Funktion können wir die EXIF und IPCC-Werte nicht nur lesen, sondern auch schreiben, was auch ganz interessant ist für einige Leute. Mit der Shoest Dictionary Funktion können Sie das Wörterbuch ändern. Wenn also FileMaker immer mit einem deutschen Wörterbuch startet und Sie hätten gerne ein Schweizerdeutsches, dann können Sie das automatisch umschalten beim Starten der Lösung. Und wenn Sie Texte importieren mit einem alten Textencoding, das FileMaker selber nicht kann, dann bieten wir mit unserer Convert-Funktion da über 100 Textencodings an, um die dann nach Unicode zu übersetzen. Dann haben wir noch Syntax-Highlighting auf dem Mac. Das heißt, wenn Sie einen Mac verwenden mit FileMaker, dann ändern wir FileMaker selber ein bisschen und färben zum Beispiel die Skriptzeilen ein und die Berechnungen, was immer wieder sehr toll ist. Wir können diverse Kontextmenüs anzeigen, sodass Sie dann Sachen kopieren können oder Skriptschritte direkt vor Ort aktivieren können. Wir zeigen Ihnen die Blöcke im Skript. Sie können den Beziehungsgraphen durchsuchen. Sie können in Skripten suchen. Wir zeigen Ihnen diverse IDs an und wir merken uns die Spaltenbreiten. Das heißt, wenn Sie lange Layout-Namen haben, müssen Sie nicht jedes Mal wieder die Spalte verbreitern, um die zu sehen. Hier ein Beispiel für das Zoom-Feature. Das heißt, Sie sehen, die Schrift vom Skript ist auffallend groß, weil wir da oben diesen Plus-Button haben, wo Sie dann die Skripte ranzoomen können. Dann können Sie in einer Formel oder einer Custom Function können Sie Befehl F drücken und dann können Sie in der Formel suchen und auch wenn Sie ersetzen auswählen, können Sie auch Text ersetzen innerhalb der Formel. Das ist auch immer wieder sehr praktisch. Wenn Sie schon dieses Suchfeld gefunden haben, dann können Sie natürlich auch in anderen FileMaker-Listen einfach mal Befehl F drücken, dann erscheint oben dieses Suchfeld. Sie können etwas suchen, zum Beispiel in der Liste der Layouts oder der Liste der Felder. Auch immer wieder sehr praktisch. Dann haben wir den Layout-Namen im Kontextmenü sortiert. Das heißt, wenn Sie einem Objekt einen neuen Layout-Stil zuweisen möchten und Sie haben da 20 Stile drin, sind die normalerweise durcheinander. Wir sortieren die über das Plugin.
Und wenn Sie den Exportdialog benutzen, können Sie sich über die Tooltips freuen und das Plugin Ihnen zu jedem Feld, wo Sie die Maus drüber halten, zeigen kann, aus welcher Tabelle kommt das und welchen Typ hat das. Ist das jetzt ein Formelfeld? Ist das ein globales Feld? Das Plugin wird es Ihnen da zeigen. Das MES-Plugin hat eine Webseite. Es gibt eine Seite, wo die Videos draufstehen, wo auch vielleicht dieses Video hier noch dazu kommt. Und dann gibt es einen Blog, wo ich immer wieder schreibe, wenn es was Neues im Plugin gibt. Und es gibt auch eine Mailingliste. So, jetzt kommt gleich eine Demo, aber erstmal die Folie noch von den Sponsoren, weil, wie ihr vielleicht wisst, ohne Sponsoren lässt sich diese Konferenz nicht zu diesen Konditionen anbieten. So, und jetzt habe ich noch zwei ganz neue Funktionen. Da gehe ich mal rüber nach FileMaker und dann öffne ich mal hier so einen Dialog. Und jetzt fällt euch, Moment, ups. Ja. Nee. Ah, noch nicht in allen Dialogen, aber gut, hier in dem Dialog zum Beispiel. Wenn ich hier jetzt eine Formel schreibe, dann zeigt mir das Plugin hier rechts oben an, welche Zeile und welche Spalte ich habe. Ja, also tippe ich irgendwas ein und wenn ich etwas selektiert habe, wird mir auch noch die Länge der Selektion angegeben. Also wenn ich jetzt hier rauskriegen muss, wie viele Zeichen ist der Text lang, dann wird mir das jetzt angezeigt. Das ist hier auf der Konferenz entstanden und etwas anderes, was auf der Konferenz entstanden ist, ist auch das hier. Für dieses Kontextmenü können Sie per Befehl eigene Menüeinträge definieren. Das kann man zum Beispiel hier auf der Hilfeseite dann sehen. Es gibt eine neue Funktion, Add Context Menu Command. Da können Sie dann einen Ausdruck übergeben, den das Plugin zur Laufzeit ausführt. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel was auswählen, kann ich mal den Greeting aufrufen und dann kommt eine Dialogbox, die ich selbst definiert habe. Beziehungsweise ich habe auch schon angefangen, einen zweiten Befehl zu machen, rename i to counter, das heißt, der geht jetzt hin, macht eine Kopie, ändert das XML, macht ein Paste und benennt die Variable um. Wir könnten natürlich auch einen Cut machen, damit das die alte Zeile verschwindet. Aber wir werden da wahrscheinlich in nächster Zeit ein paar schöne Beispiele machen. Zum Beispiel könnte man ein Skript mal für Benchmarking bearbeiten, das heißt, Sie könnten das Skript duplizieren, Sie könnten vielleicht einen Befehl hier führen, der nach jeder Zeile eine Sätze-Variable einsetzt, um dann die Zeit zu messen. Wie lange hat der Befehl gedauert? Oder vielleicht kann man auch ein paar schöne Transformationen machen, dass man zum Beispiel ein paar Zeilen macht und dann sagt, hier Schleife drumherum hinzufügen und dann könnte das Plugin automatisch da neue Script-Steps einfügen. Aber mal schauen, das Ganze ist ja erweiterbar. Das können Sie sich selber ausdenken, dann was Sie machen. Hier können Sie statt einem einfachen Substitut natürlich auch ein XLST Transformation machen oder ein Shell-Befehl oder ein Apple-Skript oder was auch immer. Solange das in eine Berechnung passt und wir das ausführen können, sollte das funktionieren. Und das Ganze geht auch mit Untermenüs, wo Sie dann halt Befehle gruppieren können. Und das Ganze wird dann in der Voreinstellungsdatei von FileMaker auch gespeichert, sodass das dann beim nächsten Start wieder da ist. Das ist Mac only, oder? Das ist nur für Mac, ja. Gibt es noch Fragen? Keine Fragen, alle erschlagen. Gut. Ich bin ja noch da den ganzen Tag. Und wer noch eine Frage hat, kann sich gerne melden. Für Konferenzteilnehmer gibt es auch noch einen Rabatt. Wer eine neue Lizenz braucht oder ein Update, kann unten am Stand den Flyer mitnehmen. Da steht der Couponcode drauf. FMK 2019 und dann kann man den im Webshop angeben und kriegt dann noch einen kleinen Rabatt. Ansonsten Dankeschön.